Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Tanks. Mein Name ist Mr. Rampage und heute spielen wir mal zwei Runden mit dem T-44. Ist ein Tier 8er Mediumpanzer der UdSSR oder war es zumindest. Ganz kurz zur Theorie: Höchstgeschwindigkeit 51, Wendegeschwindigkeit 44, Wannenpanzerung 90, Turmpanzerung 120. Und Schaden macht er 188 bis 313. Eine Durchschlagskraft von 130 bis 220. Millimeter. Sichtweite habe ich jetzt auf 388. Ich habe die Lüftung mit drinne. Und Ansetzer sowie vertikaler Stabilisator. Ich habe die Lampe drauf, dreimal Tarnung und Waffenbrüder als zweiten Skill. Ansonsten rutscht man jetzt gleich mal ins Gefecht. Ja, Weak Spots brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Der Turm ist oben eigentlich ganz gut. Ach du Scheiße. Abgerundet wollte ich gerade sagen. Je. Jetzt bin ich in Stufe 10 gelandet. Ach, Herr Jemine. Ja, da habe ich zum Glück ein paar Goldmummeln dabei. Und dann müssen wir mal sehen. Also frontal kann ich da eh nichts anrichten. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ja, muss ich dann links auf die Seite fahren am besten? Und vielleicht um die Burg oder ich spotte erstmal das, was in der Mitte so ist. Das kann ich auch machen. Ja, mache ich das erstmal. Ja, wir haben hier eine Nachladezeit von knapp 7 Sekunden. Und die Kanone ist eigentlich recht genau. Also T-44, da kann man schon ein bisschen was machen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht ganz so früh, dass ich hier noch ein bisschen als Scout fungieren kann. Und das wäre super. Da haben wir schon die ersten. Noch bin ich nicht aufgedeckt. Ich werde jetzt auch noch nicht schießen, weil dann wäre ich offen. Ich bleibe erstmal einen Moment hier in der Position. Denn man weiß ja, das Match wird nicht in den ersten 2 Minuten entschieden, sondern im Großen und Ganzen über 15 Minuten. So, ich fahre mal ein Stück vor. So, haben wir schon mal gute Aufklärungsarbeit geleistet. Da kommt ein E-75.
So, den haben wir weggeräumt. Frontal brauche ich den Jagdtiger nicht angreifen. Der ging nicht durch. Oh. Feuererlaubnis erteilt. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. So, verstecke ich mich hinter den Jagdtiger ein bisschen. So. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich sehe sie nicht mehr. Und da haben wir eine super Arbeit geleistet, denn das war jetzt extrem wichtig für unser Team, dass wir da jetzt hier unsere Gegner aufgemacht haben an der Stelle. Extrem wichtig. Denn somit konnten wir jetzt eine Seite raschen. Oder was heißt raschen? Wir konnten gut wirken. Ohne große Verluste zu erleiden. Weg hier. Das war jetzt haarscharf. Ich habe auch noch an die falsche Taste gedrückt. Oh, Mist, da habe ich ein bisschen spät reagiert. Der Waffenträger zielt auf uns. Ich werde da erstmal kein Risiko eingehen. Ich werde mir einfach noch ein paar Cap-Punkte holen. Irgendwie funktioniert meine Tastatur und Maus gerade nicht. Nein! Wieso geht meine Maus nicht? Oder sind das Lags? Nee. Keine Lags. Mist, was ist nun los? Hallo? Geht gerade gar nichts mehr hier. Ah, wir haben gewonnen. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Okay, kleine Panne im Finale. Aber wir sehen hier schon mal, wir haben 2860 Spotting Damage, was extrem wichtig war, denn unsere Aufklärung als Mediumpanzer war hier extrem wichtig. Und somit haben wir auch den Sieg errungen. Ja, selber habe ich jetzt nur 1300 Schaden gemacht. Das ist zum Flankieren so jetzt auch okay. Die Aufklärung war in dem Falle viel wichtiger. Und ja, gut. Sobald ich das Problem jetzt mit der Maus und Tastatur behoben habe, sehen wir uns im nächsten Gefecht, Leute. So, meine Freunde, springen wir gleich nochmal ins Gefecht. Irgendwie spinnt meine Maus und Tastatur rum. Oh, ich komme heute nur in hohe Gefechte, ey. So. Plan. Der Plan ist, ich werde durch die Mitte mal gucken, ob ich da irgendwas aufmachen kann. Wir haben eigentlich das bessere Team. Sollten wir also gewinnen können.
So, ich werde einfach mal jetzt hier runterfahren. Bin schon wieder offen. So. Ziel erfasst. Scheiße. Ah, für mich läuft es heute irgendwie nicht so gut mit dem T-44. Tja. Da ist der WZ 120. Feuererlaubnis erteilt. Wirkungstreffer. So. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ziel verloren. Ah, Scheiße. Naja, aber gut, ich meine, ich habe meinen Job getan, denke ich. Und das Match haben wir somit auch gewonnen.
Nein, ich fühle mich da irgendwie ein bisschen verloren, wenn ich in 9er komme oder 10er mit dem T44. Das ist für mich extrem schwierig, da hier irgendwie irgendwas zu machen. So, wunderbar, haben wir gewonnen. Ja, da habe ich gerade mal 17 Spotting Damage gemacht. Ich dächte eigentlich, ich hätte mehr gemacht. Naja, 1000 Schaden gemacht, war jetzt nicht die Welt, aber naja, was soll's. Es kann nicht immer sehr gut laufen, ne? Ich wurde ziemlich in die Mangel genommen. Aber gut, ich habe sie schön abgelenkt teilweise. Und da kann man schon mal das Match auch so dadurch gewinnen. Naja, geht auch. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play World of Tanks. Bis dahin, ciao.